So, Sichtradius ist doch jetzt unterbrochen. Ich habe auch keine Granate mehr, sonst würde ich mir einfach einen da hochschmeißen, ey, dann können wir mal die Eier lutschen. Alter, das ist krass, wie an die Zombies sehen. Oh ja, ich. Also, das kenne ich so nicht. Also, eventuell ist das jetzt auch durch diesen komischen Cheat passiert. Könnte sein, ja. Guck mal, dann steht hier sogar noch, da hier werden Leute gekickt fürs Hacking. Ja, super. Vielleicht darf man nur deren Cheat hier quasi benutzen. Denn was? Nur deren Cheat. Meinst du, das ist ein Server-Cheat? Ja, ich glaube schon. Mit der Einblendung und so weiter. Ich glaube nicht, dass das auch so gehackt wurde. Ich glaube, dass das schon eine Mod, die auf dem Server installiert wurde. Aber das finde ich aber komisch, dass auf einmal so viel weniger Leute auf dem Server waren, als wir die Waffen bekommen haben. Ich hab mich nicht darauf geachtet, wie viele Leute sind wir denn noch? Ich bin zum Beispiel auch immer im fucking Battle-Modus. Die ganze Zeit. Okay, das bin ich nicht. Aber ich bin ja auch wieder respawned. Na gut, kein Headshot für mich. Ich bin jetzt gleich schon bei Elektro und will dann eigentlich gar nicht mehr auf diesem Server in Elektro rein, sondern lieber auf einem vernünftigen Server. Okay. Aber ich denke mal, du kannst dich ja jetzt gar nicht ausloggen. Ist der das? Warte, ich sehe den kaum, ey. Ich kann ihn so gar nicht erkennen gerade. Da liegt ein Toter. Da. Ach ne, der ist ja nicht mehr. Wo ist er hin? Wo ist der hin? Da ist er auch nicht. Kann ich mich hier ausloggen? Doch, ich kann Abort drücken. Ich kann mich auch ausloggen. Also willst du mal probieren, die Ausrüstung auf einen anderen Server mit rüberzunehmen? Oder ist er dazu gefährlich? Ich will überlegen. Man ist natürlich auch ein bisschen Cheater. Ja, sicher, ey. Quatsch, gar nicht. Einfach mal voll geil, wenn du so nämlich Elektro-Rinsen sagst. Hätte natürlich schon Style, wa? Gerade in Elektro an der südlichen Feuerwache. Da sind gerade, ist gerade was rumgerannt. Ja, da läuft jemand gerade von der südlichen Feuerwache Richtung nördliche Feuerwache. Ja, da ist sehen. Weil das decke ich mir jetzt noch weg. Da läuft er. Boah, nice, ey, den kriege ich, oder? Alter, was ein scheiß Zombie. War zweimal auf den geschossen, nicht getötet. Ja. Sonst lass mal auslogge, wa? Und dann wird, also ich schmeiß zumindest meine Waffe weg. Okay. Also dieser, der Rest, das sind halt Sachen, die kann man wirklich, wirklich finden. Da suchen wir uns mal einen neuen Server. Jetzt habe ich auch nur noch die AR-50. Ah, cool, jetzt habe ich die eine Waffe. Okay. Die waren quasi beide bei mir im First-Waffen-Slot drin. Ja, so. Aber mit dem Rest habe ich kein Problem. Also dann bis gleich, Leute. Bis gleich. So, ich bin auf dem Server. Dennis nicht. Dennis, wieso nicht? Ja, ich werde die ganze Zeit gebannt. Ne, gebannt nicht. Gekickt wegen Scripts. Irgendwas. Keine Script Restriction 41. Genau. Und zwar deswegen. Nicht nur auf dem Server, auf den Legit-Server, auf den wir dann gehen wollten, sondern auch auf dem Cheater-Server, auf dem wir vorher waren. Weil Dennis offenbar ja mittlerweile einen Charakter hat. Das würde wahrscheinlich nichts bringen, wenn du deinen Charakter ändern würdest im Player-Profil-Menü, oder? Das heißt, vielleicht zumindest jetzt halt mal ausprobieren. Es ist natürlich schwierig, dass der jetzt auf keinen Server mehr kommt, um seine Sachen halt wegzuwerfen.
Jetzt höre ich hier einen Heli. Alter, jetzt ist hier ein Heli über Elektro. Wie abgefahren, der ist gerade gelandet. Ah! Ein Heli über Elektro. Scheiße. Irgendwie ist das mit den Zombies echt ein bisschen komplizierter geworden, ohne Witz. Na komm schon. Lade schneller. Sonst suche ich sofort mal einen Server, irgendwie der Cheater heißt im Daisy Commander. Ich hoffe, ich da selber auf den Server drauf kommen, mich zu töten. Server, der Cheater heißt, finde ich geil. Ja, mega seriös. Vielen. So, ich versuche ja immer noch weiter mit der Runner-Taktik, wobei ich mittlerweile echt... Döner hat was killt. Mal gucken, ob es gereicht hat. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich kam ja auf die Idee, wegen des Ladens Escape zu drücken und dann respawn. Ah, ausgezeichnet. Aber die Feier, ich hoffe, ich hatte das jetzt gebracht. Hier fliegt auf jeden Fall ein Helium-Elektro. Der ist gerade noch gelandet und es hebt jetzt wieder ab, ohne Probleme. Das ist natürlich schon mal krasser Shit. So, wie hieß du nochmal irgendwas mit... Schnee im Sommer, Junge. Genau, Schnee im Sommer, Junge, hieß du. Ohne Junge. Alter, Schnee im Sommer, Junge, ohne Junge. Lange Name. Alter Vater. Die Hatchet, die macht mich doch echt fertig. Hier liegt einer mit Gilly. Mit Dosenfleisch. Der sonst nichts hatte, ja, ist klar. Warum? Vielleicht hatte der Gilly hatte ganz vieles gesnackt worden, halt, ja, Gilly ja nicht hätte. Das kann sein, ja, stimmt. Hier liegt auch noch eine andere Leiche, die hat definitiv geilen Scheiß, aber die kann ich nicht ausnehmen. Ach, Daisy, du kleines Stinktier manchmal, ohne Witz. Ach, fick dich doch, ey. Okay, dann halt nicht. Mein Alice Pack. Oh, hier liegt noch eins. Döner Hackwurst killt. Da liegt noch eins, mein Gott. Na, ich bin wieder gekickt worden. Stimmt. Script Restriction. Na, dann gucken wir doch mal. Script Restriction 41 wäre natürlich voll scheiße. Wenn man jetzt darunter leiden müsste, dass irgendjemand anders rumgecheatet hat. Da oben war ein Typ drauf, den habe ich genau gesehen, aber der sah aus, als wäre der AFK gewesen. Also nutze ich mal kurz die Chance eventuell, um den wegzusnacken. Warum das funktioniert? Gibt Bugfixes dagegen? Thanks, sir. Work for me, work for me. Working, dude, working, working. Alles klar, hört sich schon gar nicht so schlecht an. Disconnect. Multiplayer. Das stimmt ja einfach nicht. Wann ist der? Post? 2. Dezember. Okay, das ist nicht so weit. Okay. Wo sind wir? 1, 2, 5, 1.
Okay. Guck mal, ob das funktioniert. Alter, hier war gerade einer. Hier ist eine Leiche auf der Schule gewesen in Elektro. Was jetzt schon mal? Die habe ich schön weggesnackt. Also die. Ja genau, die Leiche habe ich weggesnackt. Nee, ich dachte, das wäre ein Typ, aber da war halt dieser Bug, dass die Leiche steht. Oh mein Gott, hast du natürlich erst aufgeschossen? Nee, ich hab den. Ich hatte einen Headshot nur. Ich dachte, der wäre AFK, bin halt schnell hochgeklettert, hab den mit der Headshot bearbeitet, aber ist nichts passiert. Dann habe ich irgendwann gesehen, oh, du kannst auf Gear gehen. Und dann habe ich den komplett ausgenommen. Eigentlich bin ich jetzt ausgerüstet. Hört sich gar nicht so schlecht an. In Elektro sind irgendwie nur Leichen. Da vorne liegt noch eine. What the fuck? Aber der hat nix. Ich habe 4 Bloodbags und so einen Scheiß jetzt. Das brauche ich sicher nicht alles jetzt hier. Das brauche ich gar nicht. Deswegen holen wir uns nochmal Morphin. Jetzt kippt mich endlich, du Digga. Wie war denn jetzt die Problemlösung? Man muss die... erstmal muss ich mich jetzt nochmal kicken lassen. Genau, so. Minimize your game. Er muss jetzt den Backklienten quasi neu initialisieren. Steam Apps. Wo ist denn der hin jetzt? Alter Vater, hier liegen überall Leichen in Elektro. Wie hieß der Server? 1, 2, 5, 3? Moment. 1, 2, 5, 1. Alter, hier liegt einer mit einer AS-50. Das sieht aber nach einem Hacker aus. Oder? Redline Initiation failed, genau. Done again. Alter, hier ist noch eine Leiche, was hier? Oh, aber krass laute Schüsse hier. Ich bin auf dem Rückzug. Okay. Sehr gut. Ich bin Elektro gespawnt. Auf falscher Server. Server ist 1251. Ich weiß. So. Gucken, ob das jetzt da auch geht. Und dann ist alles wieder gut da. Ist da alles in Ordnung? Loading, 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 yeah. Also bist du jetzt nochmal gestorben oder wirst du dann auch in Elektro starten? Ne, ich werde wohl. Ich bin gerade in Elektro am Strand gestartet auf einem anderen Server und connecte jetzt gerade auf deinen. Also gehe ich davon aus, dass ich in Elektro am Strand starten werde. Ja, ich versuche mich gerade zurückzuziehen in die Wälder hinter Elektro. Weil, Alter, wenn du hier durch Elektro läufst, war. Du musst einfach nur aufpassen, dass du niemandem über den Weg läufst. Und dann sind da 1000 Leichen. Ist doch gut. Dann wenigstens ausrüsten. Ich habe auch auf einen geschossen mit meiner Militär-Shotgun, aber der hat